Einen wunderschönen guten Tag und willkommen zu einer weiteren Episode UAC Run. Wir spielen wieder auf dem play.epicube.eu-Server und die Runde wird heute richtig, richtig geil. Es freut mich sehr, dass du wieder eingeschaltet hast. Oh mein Gott. Ich habe ja euch versprochen, das Ganze ab jetzt, ab diesem Dienstag ein bisschen anders zu handhaben. Ich habe hoffentlich ab jetzt auch neue Thumbnails. Und zwar einen sehr, sehr netten, coolen Typen, der für mich die Thumbnails ab jetzt macht. Und gerne mal abchecken. Link zu ihm in der Videobeschreibung. Und ja, ich hoffe, dass euch die neuen Ideen von mir so ein bisschen gefallen werden. Und zwar habe ich Folgendes mir überlegt, die Folgen ein bisschen härter zu schneiden und vor allem auch wieder so ein bisschen Varo-like-Feeling reinzubekommen. Sprich, die Musik ein bisschen lauter zu machen, vielleicht hier und da den einen oder anderen Effekt einbauen und gucken, dass wir die Runde natürlich gewinnen. Genauso wie wir Varo fast gewonnen haben. War ja, wir haben Varo fast gewonnen. Das war ja schon fast. Aber ich denke mir halt so, die erste Phase, wo wir irgendwie Äpfel holen, Zuckerrohr holen, und das ist, glaube ich, alles nur Fake, oder? Und Glas holen können wir rausschneiden. Das brauchen wir nicht, Leute. Das ist alles Kacke. Das da ist nicht Kacke. Das Wasser holen wir uns mal eben schnell. Und dann kommen wir auch gleich zur ersten Frage. Und zwar kam die allererste Frage von... Fuck. Ich darf nicht auf die Kommentare gucken. Wir haben ganze Herzen verloren, weil ich einfach zu Kacke bin. Die erste Frage von Mr. Masoon. Und zwar, was ist für dich ein perfekter Tag? Ein perfekter Tag ist morgens an einem Sonntag... Morgen aufzustehen, an einem Sonntagmittag aufzustehen, vielleicht so gegen 12, 1 Uhr ausgeschlafen mit einer Person, die mir sehr viel bedeutet an meiner Seite und dann einfach aufzustehen und Essen zu machen für die Freundin, ja, für die Freundin und dann wieder liegen zu bleiben und einfach nur Serien und Filme gucken den ganzen Tag, abends irgendwie eine geile Pizza bestellen und dann irgendwann abends wieder schlafen gehen. Einfach nur Gammeltag, vielleicht noch einen Spaziergang gegen Abend, wenn es dunkel wird. Das wäre, glaube ich, so ein sehr, sehr schöner Tag. Wir leben noch. Das Lachen war gerade richtig komisch. Kann ich das rausschneiden vielleicht, das Lachen? Das war gerade richtig komisch. Wir müssten mal kurz einen Apfel essen. Wir haben nicht mehr viel daneben. Das ist echt kacke. Ja, das war nicht so gewollt. Die Lava spielt uns heute einen Strich durch die Rechnung. Aber ich habe auch ganz coole neue Informationen für euch, die ich euch präsentieren will heute in dieser Folge. Denn mit Lava spielt man nicht, Leute. Oder vielleicht doch. Denn ich möchte ganz gerne Folgendes versuchen in der Zukunft. Sprich, mir mal ein bisschen mehr Lava-Eimer zu machen. Das Problem an UAC Run... Das werde ich in der nächsten Episode auch noch ein bisschen ansprechen. Es gibt einfach momentan zu viele Leute mit Schnelligkeit. Wir haben auch, by the way, schon Nether gefunden. Da können wir eben reingehen. Mit Schärfe 1 Schwert. Ist egal. Wir haben nicht genügend Eisen. Ist ein anderes Thema. Aber ich möchte ganz gerne versuchen, für euch halt... ab jetzt auch Schnelligkeitstränke zu machen. Einfach aus dem Punkt, weil die Tränke echt extrem wichtig geworden sind. Alle Leute momentan haben Schnelligkeiten. Das ist mir leider so ein kleines Dorn im Auge. Genauso wie der Zombie hier. Und deswegen muss ich da ein bisschen gegen vorgehen. Wir machen mal kurz hier zu. Und ich hoffe, ich schneide die Folgen für euch ein bisschen angenehmer. Ich schneide von der Farming-Phase ein bisschen mehr raus, versuche aber trotzdem alle Fragen zu beantworten, aber eben wenig Leerlauf zu haben. Ich hoffe, das gefällt euch so, aber kommen wir da runter? Ich möchte einfach versuchen, die Cuts so zu setzen, vor allem auch live eingesprochen, ist es ein bisschen problematisch, weil ich dann immer überlege, wann ist es richtig, jetzt weiter zu erzählen. Und das ist gerade eine sehr tolle Situation hier im Neta. Spannend für euch und für mich informativ. Und so will ich es eben versuchen, ja, Schutz ist okay, ein bisschen für euch besser zu machen, damit ich da einfach, kürzere Folgen hinbekomme, ihr trotzdem Farming habt und alles Mögliche und eben ich die Folgen dementsprechend auch besser schneiden kann und vor allem auch interessanter mit ein bisschen mehr Kniff und hier und da und alles neu. Und ich möchte versuchen, ab jetzt im Mai generell viel Neues zu machen. Es wird neue Formate geben mit anderen YouTubern zusammen. Ich möchte wieder mal so ein bisschen, naja, aus meinem Loch herauskommen, wo ich einfach nichts tue und einfach nur den Kanal vor sich herlaufen lasse. Ich möchte wieder aktiv werden. Ich hoffe, das schaffe ich auch so ein bisschen. Nächste Frage war von Teilzeitgamer. Was ist dein Lieblingsfilm? Kann ich nicht beantworten. Das ist genauso, wie wenn mich jemand fragt, was ist dein Lieblingsessen? Ich habe einfach viele Lieblingsessen, viele Lieblingsfilme. Ich kann euch ein paar aufzählen. Identität, Triangle, und so weiter und so fort. Ich habe ganz, ganz viele Lieblingsfilme. Mir fallen Dead Ends. Mir fallen gerade so viele ein, aber trotzdem irgendwie auch so wenige. Kennt ihr das ja, ne?
Und, naja, wir haben jetzt zumindest ganz gute Sachen, aber ich werde euch gleich nochmal ausgrillen. Hallo, zeigen, was wir alles so bekommen und haben und pipapo. Aber Full Diamond sind wir schon mal. Zaubertisch können wir auch gleich machen, wenn wir noch zwei Dias finden sollten. Und dann ist alles super und dann sind wir auch voll stacked, ey. Der gute, Hans Holz hat auch noch geschrieben, kann man mit die UAC Run spielen? Ja, jeden Montag und jeden Mittwoch in meinem Stream. Da mache ich nämlich immer UAC Run und da könnt ihr auch gerne mitmachen. Da gehe ich in eine Runde rein und sage ich, in welche Runde. Gehe meistens in eine leere Runde rein, dann könnt ihr da einfach nachschauen und alles ist gut. Wir müssen noch, um alles gut werden zu lassen, ja, wir bekommen nichts Geiles irgendwie, ne? Ah, das ist ein bisschen doof. Wir können den Bogen aber zumindest... Das hat nicht funktioniert, wir brauchen ein Level mehr, ne? Wir können den Bogen zumindest schon mal auf Stärke 3 machen, wäre super geil. Dann haben wir das auch schon mal geschafft. Schaffe ich das? Ja, ne? Super. Okay, alles wunderbar. Und die letzte Frage von Fronte war die Frage. Fronte Extreme. Zwei Fragen sogar. Und zwar, weißt du schon, wann in diesem Jahr das Video mit deinem Vater rauskommen wird? Das Video wird so fucking krass gehypt, ne? Warum auch immer, aber ich kann es euch noch nicht sagen. Es kommt, wenn es kommt. Ich lasse mir noch ein bisschen Zeit damit, bis ich mich mental damit zurechtfinden kann. Und wir müssen irgendwie mal woanders hingehen. Wir brauchen noch ein paar Level. Und dann die andere Frage. Weißt du schon, was das nächste Crafting-Item bei Minecraft Rewind werden wird? Nein, weiß ich noch nicht. Ich schätze mal, es wird ein Braustand werden, aber ich bin mir noch nicht ganz genau sicher. Ich werde dann nochmal abchecken, was da so passiert und kommt und dann, ja. Wir holen noch ein paar Level und dann ist auch schon Deathmatch-Zeit. Also Leute, wir sind jetzt full stacked. Wir haben halb Pro 2, haben Schärfe 4 und einen Unendlichkeitsbogen mit Stärke 3, 8 Äpfel, 2 Lava-Eimer, 3 Schnelligkeitstränke der Stufe 8 Minuten und 3 Tränke der Stärke, auch Stufe 8. Wir trinken schon mal beides und legen dann los und ich hoffe, die Runde wird geil, Leute. Ich bin sehr motiviert und muss auch versuchen, ich bin nicht der Beste, da ist ein Typ, wir können mal uns kurz ein bisschen hier verstecken. Ich bin nicht der Beste mit Schnelligkeit, ich weiß es selber, aber ich muss es eben lernen. Und vielleicht schaffen wir das irgendwie. 10 Sekunden noch, 5, 4, 3, 2, 1 und Action! Wir können auf ihn drauf gehen. Niki Lavu-Typ, wo du, stirbst du? Nein, aber er ist fast down und er hat nicht mehr viel, hat aber keine Äpfel. Wir gehen runter, ins Wasser und, nee, das war er nicht, komm schon, stirb doch! Stirb doch! Er ist tot, super. Wir haben ihn, haben ein paar Äpfel, ist da noch irgendwas Geiles drin, rüstungsmäßig. Wir brauchen noch einen Helm und wir brauchen Schuhe und in Schutz 2 Form. Das wäre eigentlich ganz geil. Das hat aber leider nichts. Wir müssen Sachen rauswerfen, einfach damit wir Platz haben für den nächsten Kill eventuell. Wir müssen nach oben, vor allem die Borders da hinten, aber er ist alles gut. Wir können uns mal hier nach oben stacken, wo ein bisschen Schutz ist, damit wir nicht vielleicht weggesnackt werden von irgendwem. Und dann kommen wir nach oben und schaffen das hoffentlich, Leute. Ich bin da ganz optimistisch gerade. Wir gehen hoch. Super. Aber das Deathmatch lasse ich für euch immer ungeschnitten. Einfach nur aus dem Grund, damit ihr da ein bisschen mehr seht. Weil Farming ist halt einfach Farming. Und das wird mir halt auf Dauer bei so 20, 30 Folgen einfach auch zu anstrengend, da immer zu reden und so viel. Und ihr könnt es hoffentlich verstehen. Ich beantworte trotzdem weiterhin Fragen und bin genauso derselbe Dumm wie sonst auch immer. Wo sind Gegner? Ich sehe keinen Gegner. Da hinten ist ein Gegner. Ich sehe ihn schon. Na, den können wir vielleicht. Aber er sieht uns. Das ist nicht so geil. Wir können versuchen, trotzdem drauf zu gehen. Aber mit der Angel natürlich gute Hits gegeben. Aber schön rüber gestackt haben wir uns da. Wir können noch mal kurz einen Apfel essen, der nämlich auch gerade, und wir geben weiter drauf und wir dürfen nicht so viel Springgeschwindigkeiten, müssen versuchen eher zu strafen. Strafe ist real gerade, Strafe ist da, Strafe ist wunderbar, Lava aber auch, das ist eigentlich meine Taktik gewesen gegen Schnelligkeitstränke. Oh nein, aber er stirbt, ne, super, wir haben ihn down, mal kurz hier einmal so, einmal kurz gappeln und Sachen mitnehmen, die wir vielleicht brauchen werden. Haben wir irgendwo Rüstung, Schutz 2, geil. Da ist aber nur ein Schutz 1, Helm haben wir aber schon. Wir können aber vielleicht einen Amboss benutzen und zusammen craften. Und machen das mal eben. Werfen kurz Sachen weg. Nehmen den Amboss. Nehmen den nach unten. Und werden dann daraus hoffentlich Schärfe, Stärke, Schutz machen. Schärfe, Stärke, Schutz, meine Damen und Herren. Das ist das neue Stärke, Schärfe, Schutz, Ding. Das ist ganz gut. Jetzt sind wir Full Pro 2 und wir haben, glaube ich, noch ein bisschen Gold, ne? 12 Stück auch. Und wir haben die Absorption-Dinger. Wir haben aber keine Äpfel mehr. Lang da, wir können ja halt keine Äpfel stacken, aber vielleicht hat Hüter ja irgendwo Äpfel liegen lassen. Eventuell. Ah, ich sehe sie auch schon da. Super. Und dann können wir die mal eben nochmal einen Apfel machen. Och nö. Da war Schutz 2.
Egal, wir hatten ja eh noch genügend Level. Wir haben jetzt keine sonderliche große Lust, irgendwas anderes Krasses aus den Leveln hätten machen wollen zu können. Und wir machen noch einen Apfel, haben dann 12 und sind schon, genau, full regeneriert. Nehmen gleich nochmal vor dem nächsten Kampf, wir haben nämlich noch 4 Minuten Tränke, nehmen aber gleich schon mal vor dem nächsten Kampf, ich meine, die Ende der Reduktion ist in 6 Minuten. Heißt, wenn wir gleich nochmal nehmen, haben wir 8 Minuten. Das ist dann vollkommen ausreichend. Da brauchen wir nicht mehr Tränke als so. Aber wenn wir jetzt die Tränke nicht nehmen, könnten wir 1000 Jahre lang, und so. Und da ist auch die Mitte verfolgt werden, meine ich. So, wir können gleich nochmal Tränke nehmen. Wenn wir einen sehen. Ach, okay, wir machen jetzt schon mal am besten. So, einen Trank und den nächsten Trank. Es leben noch 3 Leben noch. Okay, gut. Das haben wir noch ein bisschen länger als, das reicht noch. Aber wo sind die Gegner? 3 Leben noch, inklusive mir, also 2 Gegner noch vor uns. Aber ich sehe sie auch nirgendwo. Doch, da unten sind die. Oh, die kämpfen sogar auch. Da will ich doch dann, es tut mir echt leid, aber ich... Macht jetzt keinen Sinn, nicht mit reinzugehen. So, wir können mal auf den Typen gehen, den mit der, Verbrennungsschwert. Aber, okay... Verbrennung können wir nicht aufheben, oder? Das schaffen wir leider nicht. Okay. Wir können ihn trotzdem vielleicht mal... Ja, Wasser erstmal kurz weggehen vom Wasser. Alles super. Wir essen mal kurz. Weil ich habe einfach gelernt, ich muss halt viel früher gappeln. Ich muss extrem früh gappeln. Habe ich einfach so gelernt. Einfach wieder, um voll zu sein. Ich gappel viel zu wenig, Leute. Viel zu wenig gappel ich. So, wir können nochmal kurz gappeln, um nochmal das eine Herz gut zu machen. Können den vielleicht da unten reinwerfen. Wir können nochmal mit, aber alles super. Wir haben ihn unten reingeworfen. Perfekt. So, wo ist er? Da hinten ist er. So, gewinnen wir endlich mal wieder eine Runde. Es wäre so geil, mal endlich wieder eine Runde zu gewinnen. Würde ich mich extrem drüber freuen. Na, kommst du? Wir müssten mal aufs offene Feld kurz gehen. Und da müssen wir wieder unsere Strafe-Taktik einsetzen. Oder eben die Lava können wir auch einsetzen. Oder noch ein paar Burgen. Jetzt, wir haben Stärke 3. Das ist alles super. Na, wo bist du? Hier ist Kämpfen, glaube ich, ganz gut. Da ist, glaube ich, ein Loch da unten drin. Da will ich nicht zwingend reinfallen. So, jetzt gehen wir drauf. Gute Kombo gegeben. Stellchen ist eben einfach mega geil. Ja, Stellchen ist mega geil und wir gewinnen die Runde. Wir haben wieder mal einen Win gemacht. Vielen lieben Dank, Hex Shredder. Natürlich, meine Hacks sind immer real, Leute. Bis zum nächsten Mal. Lasst einen Daumen nach oben. Da würde mich extrem freuen. Haut da rein. Macht's gut. Auf Wiedersehen. Tschüssi, Kowski.